Ja, ich spreche heute mit Patrick Tesler. Hallo. Und er ist Hauptverantwortlicher für die Proteste gegen Upload-Filter in Polen und ist heute extra aus Krakau angereist für unsere Auftaktdemonstration in Nürnberg, eine Woche vor dem großen Demotag am 23.3. Herzlich willkommen und wie kommt das, dass du extra hier dich auf den Weg zu uns gemacht hast? Ich wurde eingeladen von der Piratenpartei und das freut uns sehr, dass wir vom Stop ACTA 2 Bündnis eingeladen wurden. Wie dies kommt, in Polen ist die Direktive, die Copyright, die Urheberrechtsreform bekannt als ACTA 2. Das ist so im Internet bekannt geworden. Und wir sind halt seit Juni dagegen aktiv. Da haben wir über 50 Proteste in Städten organisiert, um halt zu zeigen, dass es für uns richtig ist, dass keine Zensur eingeführt wird. Und dann, wenn eine Einladung hier in Nürnberg kommt, dann freuen wir uns sehr, dass es halt international wird bei so einer Auftaktdemo. Schön, dass du mit dabei warst. Mhm. Wir in Deutschland sind als Piratenpartei auch schon ganz lang aktiv, angefangen mit einer ganz kleinen Demonstration in München, wo wir das Internet zu Grabe getragen haben. Dann gab es aber auch Proteste im letzten Jahr, als dann die Abstimmung im Europäischen Parlament, die erste Lesung quasi anstand. Und jetzt gerade, als die konservative Fraktion im Europäischen Parlament versucht hat, ganz plötzlich die Abstimmung vorzuziehen, um unsere Proteste sozusagen mundtot zu machen. Da gab es sogar spontane Demos auf der Straße in Deutschland und wir haben das auch tatsächlich verhindern können. Ganz große Endentscheidung ist aber jetzt wirklich nächste Woche im Europäischen Parlament und am Wochenende davor, am 23. März, wollen wir wirklich in ganz vielen Städten auf die Straße gehen. Und wie sieht das in Polen aus an dem Tag? In Polen werden wir ebenfalls, da sind jetzt 7 Städte mit dabei. Es waren früher mal mehr, mal weniger. Und da haben wir auch Zusage von YouTubern bekommen, dass da das Thema laut nochmal gemacht wird. Und wir wollen halt klar machen, dass dagegen gewählt werden soll. Diese Demos, die organisiert werden seit Juni, vor der ersten Wahl gab es ja diese Demos und da haben alle polnischen Politiker dagegen gestimmt. Da waren wir richtig beeindruckt, dass wir auf die Straße gehen, auch wirklich was zeigt. Bei der zweiten Wahl gab es dann halt das Problem, dass die Partei, die jetzt nicht in der Regierung ist, sondern die Opposition, die hat dann für Uploadfilter gestimmt. Und jetzt hoffen wir einfach, dass wir am international 23.3., dass das ein Datum ist, das in Polen den Politikern, die dafür sind, und auch in Deutschland zeigt, dass das nicht so durchkommen darf. Dass dann einfach die Bürger rausgehen und das nicht akzeptieren. Und da hoffen wir drauf, dass das ganz viele diesem Aufruf folgen werden. Ihr habt auf einer Karte mal alle Demo-Termine erfasst, europaweit, die angesagt sind. Kannst du mal sagen, in welchen Ländern, wie viele das sind im Moment? In Tschechien sind jetzt 11 Städte, die mitmachen, in Portugal eine Stadt, in Finnland eine Stadt, in Deutschland sind es unzählige, da sind wir echt beeindruckt, wie die Leute rausgehen. In Polen sind es 7 Städte, Spanien überlegt sich auch, in Frankreich, ob sie mitmachen, aber das ist noch unklar wegen der Lage dort. Und ich habe jetzt bestimmt noch ein Land ausgelassen. Und weil es 15 Länder sind und es sind 84 Städte. Wow. Es sind 84 Städte, die dann eine Demo organisieren. Und wir linken dann halt zu den jeweiligen Informationsquellen. Also dass auch jeder nachschauen kann, aha, da gibt es ein Facebook-Event oder da gibt es einen Tweet zu von einer Person, die dann halt glaubwürdig ist. Und das ist dann alles gelistet. Wunderbar. Freut mich sehr, dass wir so eine europaweite Bewegung sind, die die Freiheit des Internets retten will. Und freut mich sehr, dass du heute hier auch bei uns mit zu Gast warst. Und arbeiten, kämpfen wir dafür, dass wir Erfolg haben. Ja, danke auch für die Einladung. Danke.